Hallihallo! Ja, wir sind die Tabletop Generals. Hier ist der Andreas. Moin. Und der Jens, das bin ich. Wir spielen heute wieder an unserem sowjetisch-japanischen Grenzkonflikt, der euch hoffentlich noch nicht zum Halse raushängt. Aber ich kann euch versprechen, der Polenfeldzug rückt näher. Ja. Habt nur Geduld mit uns. Genau. Und schaut auch diese Videos, auch wenn ihr sie noch im Hintergrund laufen lasst. Nein, ihr sollt euch die schon vernünftig angucken. Ja, So ist es nicht. ist auch spannend. Richtig. Heute wieder mit Bolt-Action. Tut mir leid, Christian, aber Bolt-Action muss auch gespielt werden. Die Systeme haben einfach zu viele unterschiedliche Vorteile, als dass wir uns nur auf eins konzentrieren können oder wollen. Man kann es eigentlich kaum vergleichen, weil sie alle so verschieden sind. Richtig. Und als Szenario werden wir spielen Stormy Stormy Night aus dem Ostfrontbuch. Da steht Barbarossa bis Berlin, aber eigentlich ist es Kai gegen Goll bis Berlin. Ja, genau. Also finde ich nicht in Ordnung. Das ist sozusagen der Prolog fast. Vorspann, der Prolog. Genau. So haben die sich das überlegt. Der Andreas wird mit seinen Sowjets da drüben diese Tischkante Verteidigen, ja. verteidigen. Und ich werde hier noch gleich stolpern. Auch guter Plan. Ja, sehr gut. Aber vorher nehme ich die Kamera weg, nicht, dass sie kaputt geht. Ja. Auf alle Fälle, der Andreas wird da drüben diese Kante verteidigen. Und ich werde in einem Durchbruchsszenario versuchen, meine Leute über diese Tischkante zu kriegen. Dafür kriege ich nämlich 3 Punkte. Ja. Genau. Und mit welchen Leuten der Andreas versucht, das zu verhindern, zeigen wir euch. Jetzt gleich. Da ist sie. Oder zumindest ein Teil davon. Die Rote Armee. Ich glaube, das ist nicht die Angeführt, gesamte. das habe ich gesagt, ein Teil davon. Ja. Angeführt von Leutnant Orlov mit einem Typ, der einen Banner hat, obwohl das nicht als Banner zählt, habe ich gehört. Ja, das ist nur Deko. Ja, weil er die Weil Bannerträger es. einfach zu cool findet. Ja, die sind cool. Dann haben wir hier einen Kommissar mit Begleiter, wenn ich das richtig Ja. interpretiere. Mit Gewehr. Also Automatic Rifle, was als Gewehr zählt in Bolt Action. Ja, genau. Und dann kann ich da 12 Mann sehen und nochmal 12 Mann und 11 Mann und 11 Mann. So, Richtig. erzähl uns mal, was es ist. Der Quality of Quantity Trupp, dem habe ich zur Hälfte bezahlt, weil das ja nicht so ein richtig großes Spiel ist. Genau, wir spielen nur 750 Punkte und da soll der Andreas keinen zu großen Vorteil bekommen. Er führt in diesem Abschnitt der Kampagne ohnehin schon gegen mich. Richtig. Molotows und Gewehre. Und Green? Und Green. Sehr gut. Da Endlich. müssen wir uns noch irgendwas hinlegen am besten. Ja, wir merken uns das. Oder so. Die sind inexperienced und der Rest ist regular. Also das ist gleich von vornherein sozusagen. Gewehre und zwei LMGs, das ist ein Ja, sehr LMG cool. Squad. Das ist ein Trupp mit einem LMG, zwei SMGs und dem NCO-SMG, also drei Wow. SMGs. Und dieser hier hat nur ein SMG, für den NCO natürlich. Das sind also die vier Infanterieblöcke, Yep. zwei Kommandoeinheiten und hier das die 45 mm obere 1937 Pack. Sehr schick.
Und ein BT-7. Cool. Ja. Sauber. Gefällt mir. Das sind, wenn ich das richtig zählen kann, 8 Order Dice, 750 richtig. Punkte, so grob. Richtig. Hervorragend. 751 Punkte. Also wenn ich gewinne, dann weißt du, woran es liegt, an dem einen Punkt. Vielleicht. Vielleicht. Genau. Hier sind sie, die Soldaten der Kwantung-Armee, die sich auf ein neues versuchen, die Sowjets zu besiegen. Ja, ich habe das nicht ganz ordentlich heute aufgestellt. Irgendwie, ja, habe ich das verpeilt. Damit müsst ihr jetzt auch nicht aber klarkommen. Was habe ich hier? Ich habe hier einen Second Lieutenant. Nee, einen First Lieutenant Regular mit einem Begleiter. Dann habe ich hier 10 Mann mit Nix. Einen Sniper Regular, einen Mortar Regular mit Spotter. Dann habe ich hier nochmal 10 Mann mit Nix. Dann habe ich da 10 Mann mit LMG. Hier habe ich die kleine, was haben wir gesagt, Typ 92, 70 mm Ari. Mhm. Irgendwie sowas um den Dreh wird das sein. Mit dieser Sonderregel. Ja, genau, mit Light Shell. Oder genau, Light Shell. Es ist zwar eine Light Howitzer, sie benutzt aber nur die 1 Zoll Schablone, habe ich mir sagen lassen bei Reddit. Cooler Haufen da, sind oft ganz geile Themen, die besprochen werden und auch gute Tipps, die man dort bekommt. Dann haben wir hier nochmal 10 Japaner mit Nischt und da sind nochmal 10 mit einem LMG. Was bedeutet, ich habe nicht so richtig viel geilen Kram gegen den Panzer, aber vielleicht kann er mich ja in diesem Szenario auch gar nicht so gut entdecken und sehen. Ich habe 9 Order Dice, das sind genau 750 Punkte. Ja. Dann kommt als nächstes, glaube ich, den Tisch nochmal kurz zeigen, ne? Ja, hier einmal kurz der Tisch. Wir haben eine Hügelkette, die sich von der Ecke einmal durch die Mitte des Tisches bis zu dieser diagonal gegenüberliegenden Ecke so dahin schlängelt. Dann haben wir ein bisschen Buschland, ein bisschen Rocky Ground, noch mehr Rocky Ground, noch mehr Buschland und da hinten am Ende nochmal Rocky Ground. Ja. Also du lässt es spannender klingen, als es ist. Es ist Einöde. Aber eine schöne Einöde. Wir lieben sie mittlerweile. Ja. So ein bisschen. Stockholm-Syndrom. Ja. Wahrscheinlich. Vladivostok-Syndrom. Gut. dieses Buschland gibt Cover, wenn man drinnen steht und dahinter. Zumindest für Infanterie. Und die Rocky Guns geben nur Hardcover, wenn man drin ist. Aber dann geben sie halt Hardcover. Genau. Mhm. Und über den Hügel in der Mitte kann man nicht rübersehen? Genau, der ist zu hoch im Verhältnis zu einem normalen Soldaten. Und bei der anderen kann es gerade so sein, da muss man dann mal gucken, wie das aussieht. Und der Gegner kriegt, je nachdem, wie viel man sehen kann, eben dementsprechend Hard- oder Softcover oder gar nichts. Das liegt halt so ein bisschen an dem Blickwinkel, wie weit man genau drüber gucken kann und wie viel man vom Gegner sieht. Das werden wir von Fall zu Fall sehen, rausfinden, entscheiden. Ich glaube, viel mehr gibt es nicht zu sagen. Ah doch, der Andreas hat an diesem Ende eine 12-Zoll Aufstellungszone. Hier steht, as per the environment scenario on page 109 of the Bold Action Rulebook. Ja, und das bedeutet, du hast eine 12-Zoll Aufstellungszone. Okay. Sehr gut. Ja, so ja. Einfach ist das gelöst. Ich wollte nur noch mal nachhaken. Genau. Weil ich das nicht alles auswendig kann. Ja, ich auch nicht. Ja. Ich weiß nur, ich habe es beim Turnier das eine Mal gespielt. Also mit diesem Envelopment. Welches Turnier? Auf der Do or Dice. Ah, okay. Ne, was Interessengemeinschaft Bold Action Nord ausgerichtet hat, was man auf T3 sehen konnte. Da habe ich das beim Turnier gespielt, Envelopment. Und habe grandios verloren gegen den Ralf. Schöne Grüße an Ralf! Ne? Ja. Was dieses Szenario so besonders macht, ist, dass es eigentlich Nachtkampfregeln hat. Aber da hier ein Gewitter über diese Region hinwegzieht, es ist so, dass zu Beginn jeder Runde ein Würfel geworfen wird und auf einer 4, 5 oder 6 ist für den Turn die Sichtbedingung, als wäre Tag. Das heißt, es kann sein, dass es ab und an ganz schön hell ist und jeder alles sehen kann und manchmal ist es stockfinstere Nacht. Das Platoon von Leutnant Orlov hat sich hier so ein paar vorbereitete Stellungen gebaut, also Schützengräben ausgehoben. Da hinten,
da an dem Ende. In diesem Rocky Ground, da haben sie wohl den einen oder anderen Spaten oder Pickhacke kaputt gemacht und haben deshalb entgegen den Befehlen von Leutnant Orloff das außerhalb dieses steinigen Geländes gemacht. Da mussten ein paar Rhododendron-Büsche weichen oder was da auch sonst immer wächst. Ja. Selbiges gilt für da. Da oben steht noch eine Pack und die Jungs da hinten haben es wohl nicht geschafft, rechtzeitig oder die ihr Schanzequipment zu holen. Oder die sind Verstärkung. Oder sowas in der Art. Und der Panzer. Und hier, da ist noch ein Panzer, der diese Stellung zusätzlich verstärken soll. Ja. Das bedeutet, der Andreas hat nichts mehr in Reserve. Nö. Und ja, meine ganzen Sachen kommen in First Wave. Runde 1. Für die Blitze, also wie hell die werden, wird derjenige würfeln, der den ersten Order Die bekommt. Und dann würde ich sagen, auf ein schönes Spiel. Ja, auf ein schönes Spiel. Und dann darfst du schon mal ziehen. Auf einen weiteren sowjetischen Sieg. Yeah. Nein, diesmal nicht. Diesmal nicht? Nein, diesmal nicht. Aber du hast einen Würfel, das heißt, du darfst irgendwas tun und würfeln, wie das Wetter ist. Es ist dunkel. Stockfinstere Nacht. Ja, bis auf das Gewitter. Aber ja, aber es ist hier nicht hell genug. Das ist jetzt nicht hell genug, nein. Genau, was will er tun? Gute Frage. Ich glaube, dann bietet sich vielleicht ein Ambush an oder so. Alles klar, für wen? Oder ich gehe erstmal. Es ist hier jetzt Nacht. Das heißt, mit dem Spotten wird das schwierig. Dann kann ich schon mal mit denen hier einen Ambush machen. So. Alles klar. Gut, nächster Würfel. Gut. Noch ein roter. Nein? Nein, es ist ein weißer. Okay, dann werde ich irgendwas Geschicktes tun. Dieser Würfel ist ein Run-Befehl für diese 10 Mann. Die haben sich 12 Zoll nach vorne bewegt und jetzt warten wir auf den nächsten Würfel. Und mein Würfelzieher ist einfach mal flüchten gegangen. Ja, dann werde ich mal klötern und jetzt einen weiteren weißen. Du hast jetzt die Ehre. Yep. Die habe ich dir einfach mal übergeben, für diesen einen Zug. Also diesen einen genau. Würfelzug. Dann werden wir hier den nächsten Trupp hinstellen. Da sind sie, der zweite 10-Mann-Trupp ohne LMG. Und ich gehe wieder meinen Dienst nach. Ja, wird ja auch mal Zeit, oder? Ich leiste meinen Dienst und gebe dir noch meinen Würfel. Ja, da ist mein Sniper-Team. Ja, der Mercer ist hier hingekommen mit einem Advance. Und hier drüben, in diesem Rocky Ground, hat sich der Spotter verirrt. Verirrt? Ja, hat irgendwie des Nachts den Kontakt zum Mercer verloren. Natürlich. Und es war nicht etwa geplant, dass er da sein soll. Nein, was denkst du denn? Hast du überhaupt rote Würfel da drin, oder? Ja, klar. Da sind sie. Ja, ein paar. Gut, dann werden wir die Premiere des 70mm Geschützes einläuten. Ja, sehr cool. Und werden das hier drüben platzieren. Auch mit einem, naja, nominellen Run, der ganze 6 Zoll weit ist. Genau. Ey, das ist echt. Also. Du dürftest auch gerne sagen, dass der Würfel zurück muss, so hausruhetechnisch. Aber ja, ich glaube, das ist im Moment gar nicht dein Interesse, wa? Ja, eigentlich nicht. Ich finde es einfach krass, dass es jetzt immer noch weiße Würfel sind. Ne? Irgendwie, irgendwas läuft da schief. Ja. Ja, dann schicken wir einen Trupp mit LMG nach da. Wir belästigen jetzt einfach mal die Leute damit, wie ich hier mit meinen ungeschickten Bewegungen einfach mal 10 Mann aufstelle. Kannst du den haben. Vielen Dank. Es sind 7 rote und 2 weiße sind jetzt noch dran. Ja. Das ist ja echt. Dann machen wir für den Offizier einen Run hinter hier die Mitte der
Formation, du kannst den nächsten Würfel ziehen. Ey, das gibt's doch nicht. Also wenn du danach den letzten weißen Würfel noch rausziehst, ja, dann gibst du was aus. Ich weiß zwar noch nicht was, aber irgendwas gibst du dann aus, mein Freund. Ja. Weil das ist praktisch nicht möglich. Ein Panzer von Rubicon oder so. Ja. Mhm. Dann machen wir einen Run hier hinter diesen Rocky Ground mit einem 10-Mann-Trupp. Das platziere ich gleich. Na los, komm, mach es. Zieh den letzten weißen Würfel. Lol. Lol. Tja. Zeig den Würfelbeutel. Komm, zeig es. Es fängt schon mal sehr lustig an. Ja, wir werden sehen, wie lustig es wird. Also, da kommen 10 Mann hin, dann habe ich nochmal 10 Mann, da muss ich mir überlegen, was passiert, und dann darf Andreas seine 7 Würfel verteilen. Da sind wir schon an dem Punkt, wo man Pause machen kann, bis ich dann fertig bin. Ja. Das noch zeigt. Ja, da sind sie. 10 Mann mit LMG und hier an dem anderen Ende auch 10 Mann. Allerdings ohne LMG. Und der Andreas hat einen ganzen Haufen Kram gemacht. Da ist ein Trupp über den Hügel gelaufen. Richtig. Die Jungs da im Schützengraben sind auf Ambush gegangen. Der Lieutenant Olaf ist aus dem Graben hierhin gelaufen. Genau. Und dann haben wir hier noch einen Trupp, der im Schützengraben ist und in Ambush ist. Der Panzer ist vorgerückt. Ein kleines Stück, ja. Und die sind aus dem Graben vorgerückt. Genau. Hm. Und neben ihnen der Kommissar. Genau. Der zeigt irgendwie nach rechts. Ah, ja, so ist es. Oh, da ist der Feind. Er guckt in die falsche Richtung. Ja, es ist eher so Flankenwechsel. Wir müssen alle nach da und dann können die anderen durch. Panzer oder so. Ja, irgendwas. Aber ich ahne schon, dass der hier, der Orlov, der wird sich noch überall hin bewegen. Ey. Ach so, der wird wieder einen Marathon laufen, so wie in manch anderem Spiel. Ja, das ist immer das Gleiche. Ja, wir werden in sehen. Dem Spiel, wo das Dorf ist. Und dann die zwei Fahrzeuge und er ist immer hin und her gelaufen. Richtig, wir werden sehen. So sieht's nach Runde 1 aus. Eine halbwegs verweigerte Flanke der Japaner und ein Haufen Sowjets, die nicht wissen, wo sie hinwollen. Da sind wir zu Runde 2. Mhm. Jo. Jo. Auf, wie geht's? Das sind japanische Würfel. Ja, und die Sonne geht auf, damit sie mich wieder in den Arsch beißt. Die Sonne geht jetzt gar nicht auf. Nein, aber ein Blitz erhält das Schlachtfeld. Ja. Boom! Sehr gut. Und ich habe den ersten Würfel. Jupp. Los geht's. Dann weiß ich ja, was zu tun ist. Du weißt, was zu tun ist. Ja, natürlich. Ich brauche einen weiteren Würfel. Snap 2. Ja, yep. Snap 2. Nur mit 2. Okay. Brauchst du einen dritten? Nein, ich glaube nicht. Okay. Hm. Wobei, dann hätte mir auch einer gereicht, ne? Dann nimm mal den wieder. Eigentlich schon, weil mit Snap 2 ist es halt so eine Sache. Wenn man nicht richtig zwei nimmt, dann bringt es eigentlich nicht viel. Genau. Dann wird der Mörser eine Fire Order bekommen. Hm. Und zwar wollen wir... Boom! Den BT treffen. Ja. Wir versuchen das. Mit einer Sonne klappt das. Schade. Gut, dann kommt der nächste Würfel. Jupp. Yeah. Ja. Aber nicht perfekt. Der Andreas hat mit dem Würfel da die Pack in einen Ambush gesetzt und zieht einen weiteren weißen Würfel. Gott sei Dank. Gut, dann können wir doch einfach mal mit meiner Ari schießen. Und mit der Ari wollen wir dann indirekt eine 6 von ihr Pop auf die Pack. Die Kamera wird einfach zu einer Granate. Genau. Die Granate ist einfach mit moderner Hightech ausgestattet. Ja, dann ist es eine GoPro dran. So, und es ist eine 4, reicht wieder nicht. Der nächste Würfel. Die Ari, nicht die Infanterie. Das ist keine Ari. Ja, die Pack halt. Ja, aber man kann ja nicht genau erkennen. Na doch, gut. Gut. Du bist wieder. Ach.
Dann mache ich hier einen Advance. Mhm. Und dann wird einfach mit einem Schuss nach da hinten geschossen. Und das ist zu weit. Das ist zu weit. Das heißt, ich schieße auf die Gar nicht. Sehr cool. Nächster Würfel. Jetzt ziehst du einfach mal alle roten raus. Nee, klappt nicht. Dafür hat es auch nicht angefangen. mit dem. Ne? Wäre jetzt nicht so, so fließend einfach nur rote Würfel oder so. Nicht? Ne? Ja, ja, okay. Weil bis jetzt war es ausgeglichen. Richtig. Obwohl, in der letzten Runde. Nee, ist ja auch egal. Genau. Dann werden wir hier mit diesem Trupp, mit diesem Trupp da, ein Advance da reinmachen. Und dann wollen wir schießen. Ja, der Advance hat mich hier an den Rand dieses Rocky Grounds geführt. Und von hier aus werden wir jetzt mit 10 Schuss bewegt Long Range auf die Infanterie da oben schießen. Bewegt Long Range, das ist die 5. Da haben wir welche. Das sind 4 Treffer. Und das sind 2 Tote. Egal, was du bist. Und ich kann mir den aber nicht aussuchen. Sind weg. Und dann ziehst du den nächsten Würfel. First Blood! Ja. Yep. Second Blood oder was? Ja. Dann werden wir das Ganze nochmal machen mit den 10 Mann. Ja, an der Stelle ist mein Advance zu Ende. Und dann sagt da drüben jemand, Feuer! Genau. Mal gucken, was Andreas jetzt würfelt. Warte. Eine 3, das reicht. Yes. Eine Zollschablone? Eine Zollschablone, hast du die? Die habe ich bestimmt hier irgendwo liegen. Jupp. Ein Zollschablone, das sind? 3. An dieser Stelle hier sind das 3. Kommt denn? 4. Nee. Okay. Das sind 3 Tote. Ja. NCO. Jupp. Jupp. Pinmarker? Anna. Das ist ja easy. Das ist schon mal nicht schlecht. 3 People weg. Und ein Leaderless Marker. Die sind zum Grundieren im Keller. Perfekt. Dann nimmst du deswegen die roten, oder? Genau, deshalb habe ich die da schon hingelegt. Okay. Dann haben wir jetzt noch 7 Schuss, bewegt, Long Range und Pinmarker. Die einfache 6. Da sind sie, 2 Stück. So, ich hole die Pinmarker jetzt hier. Und noch ein Toter bei dir. Und ich kann ihn nicht aussuchen. Jupp. Sehr cool. Das hat ja gut geklappt hier mit dem Ambush. Und ich bin nochmal dran. Yep. Ich glaube, dann schieße ich einfach. Alles klar. Wenn ich den Test packe. Genau. Den schaffst du. Okay, also Long Range, Pinmarker. Also auf die 5. Genau. Und es sind alle drin. Richtig. Und können dann auf den Trupp da im Offenen schießen. Genau. Und wie viele SMGs hast du in dem Trupp? 3? 1. Der 3 SMG-Trupp ist da drin. Ach so. Ja, dann hast du... Nämlich 7 Schuss auf die 5. Long Range, Spielmarker. Genau, aber ich sehe 8 Figuren, oder? SMG. Das ist ja... Stimmt, genau. Ein SMG. Ja, alles klar. 2 Treffer, nochmal ein Spielmarker. Jupp. Einer tot. Jupp. Nicht aussuchen. Wäre aber auch egal gewesen, weil du nur noch Rifleman hast. Ich habe nur noch Rifleman, so ist es. Gut. Zurückschlagen. Ja, dann kann ich ein bisschen was versuchen. Ich weiß zwar noch nicht genau was, aber irgendwas werde ich hier gleich tun wollen. Diese Jungs werden einen Advance machen, nach da. Jupp. Und werden von dort versuchen, das Kommissärchen, dem einen Blattschuss zu verpassen.
Das ist dann. Da sind zwei Gewehre drin. Vier, oder nicht? Zwei Gewehre. Genau, zwei Gewehre und das LMG. Sechs Würfel. Bewegt Long Range Small Team. Die einfache 6. Nix. Super. Das finde ich gut. Genau, weiter. Nächster Würfel. Und du bist nochmal dran. Hier wieder mit Bande gespielt. Ja, mit Bande. Dann machen wir das als nächstes für diesen Trupp hier. Mhm. Ah, nicht ganz so weit. Ein bisschen mehr zur Seite. Ja, ist das gut. Und dann haben wir von hier die. Was haben wir dann hier? Was kann ich von hier alles sehen? Ich glaube, ich kann dich da relativ gut sehen. Dann ist es auf alle Fälle. Schon mal bewegt, Long Range. Small Team. Und was sagen wir, Softcover? Was würdest du sagen? Das, du hast es dir gerade angesehen. Ja, aber du weißt, mit Brille und über das Display ist das immer nicht ganz so einfach. Ich werde das gleich nochmal ohne Display versuchen. Für 5 von meinen Leuten ist der Kommissar relativ deutlich zu sehen. Da ist es die einfache 6 und für die anderen ist es die doppelte 6. Also LMG und 2 Leute. Dann werden wir mit denen mal anfangen. Die Doppel 6. Da ist nix. Mhm. Und die einfache 6. Da sind 2. Jupp. Ist inexperienced. Inexperienced. Sind beide weg. Ja. Das ist kacke, wenn man den ersten Würfel zieht, oder einen der ersten. Ist ja nichts Wichtiges gestorben. Ja, aber es ist trotzdem für dich ein Siegpunkt. Richtig, einer von 12 Dutzend, die ich brauche. Dann machen wir noch ein Advance. Ich habe noch gar keine. Ja, ja, das stimmt. 1-0 für dich. Mhm. An Argumenten. Ja. 6 soll nach vorne für den Trupp. So, da stehen sie. Die 10 Leute. 8. Und, ja, aber meine sind 10. Ja. So, und sollen auf die 8 da hinten schießen. Ja, und ich bin Long Range. Ich stelle die einfach dazu, ne? Genau, ich bin Long Range und bewegt. Jupp. Das sind 10 Würfel auf die einfache 5. Mhm. Da sind sie. 3 Treffer. Das haben die da auch gerade eben gebrüllt. Da sind sie. Mhm. Und 3 weg. Kann ich mal einen aussuchen? Nein. Jupp. Sind weg. So, weiter geht's. Okay, dann mache ich hier in Advance. Alles klar. Und dann bewege ich mich so 2 Zoll. Genau, damit der Range End verschwindet für den Mörser. Ja, richtig. Und kann dann noch einmal schießen, da rein. Genau, bewegt und... Die 4. Ah, mit Kampfgeschütz, alles klar. Mit dem Kampfgeschütz, ja. Trifft. So oder so. Und? Das ist auch die 1 Zoll Schablone. Müsste es sein. Das ist Light AT. Gut. Und da hinten sind die Spellsheets, die Dingens. Das sind 3. Ja. Gut. 2 tot. Jupp. NCO. Jupp. Machen wir. Ja. Finde ich auch. Und? Ein Pinmarker. Jetzt habe ich im Jubel gespielt. Mhm. Sehr schick. Nächster Würfel. Du bist dran. Dann werden wir mit meinem Sniper einen Advance machen. Mhm. Er ist immer noch dabei, sich in Position zu bringen. Er hätte wohl auch von hier schießen können, von da, wo er ist. Aber mit... Nee, das ignoriert er eigentlich. Genau.
Aber wenn ich den als zusätzlichen Punkt haben will, weil er über die Platte gelaufen ist, dann kann ich nicht bis zum Samt-Nimmerleinstag warten. Aber irgendwie, der guckt in eine komische Richtung da. Ja, der hofft, dass der Panzerkommandant rausguckt. Bestimmt. Vor allem im Gewitter. Natürlich. Der Panzer soll volllaufen, wird eine Badewanne. Ein Swimmingpool. Ja. Aber mit nur einer kleinen Öffnung. Ja. Ja. Und es läuft immer weiter voll. Das kennen wir ja schon aus dem Film. Ja, dann mache ich mal in Advance, ne? Okay. Ja, kommt hin. Und dann stehen sie da alle am Rand. Am Rande des Verderbens. Genau, deine Inexperienced. Richtig. Greens. Yep. Der Trip ist immer sehr cool. Was man eigentlich gar nicht erwartet, aber er ist sehr cool. Mhm. So, dann sind das 12 Schuss. Mhm. Auf die da. Softcover oder was? Ja. Oder was meinst du dazu? Du kannst auch die Hälfte mit Inexperienced Long Range bewegt schießen und die andere Hälfte mit Hardcover. Mir ist es egal, such dir das aus, wie dir das am besten passt. Okay, Hardcover wäre... Für 5? 6. Okay, also... Ja, ungefähr 6. Dann haben wir 6 mal die Doppel-6. Ja, und 6 mal die 6. Genau. Und jetzt treffe ich gleich mit der Doppel-6, aber nicht mit der einfachen 6. Das wird sein. Genau. So, Doppel-6. Nope. Und einfache 6. Da ist einer. Pinmarker und einer tot. Nehmen wir. Yep. Muss reichen. Haben wir schon oft genug erlebt. Ein Pinmarker reicht. Yep. Ich erinnere mich noch nur zu schmerzlich. Nur schmerzvoll. Dann habe ich noch meinen Offizier. Yep. Der wird einen Run-Befehl bekommen. Und ich habe hier noch 3 Würfel. Dahin sind noch 3. Aber die sind erst, wenn mein Run-Befehl gemacht wurde. Yep. Zack. Und dann werden wir den einfach nach da schicken. Ja. Was Andreas mit seinen 3 Würfeln macht, zeigen wir euch, wenn er das getan hat. Da, der Leutnant Orloff ist down, da neben dem Gebüsch. Und dann ist da ein Trupp im Schützengraben, der soll gerade schießen. Yep, das sind 10 Schuss. Die sind noch von Softcover betroffen, die hier nicht, ne? Habe ich nicht ohne... Nö, dann schieß das mal so, wie du denkst. Du wirst das schon richtig machen. Moment, das sind also 10 Schuss. Davon sind 2 nicht in Softcover. Und das LMG dann auch nicht, oder was? Ja, weil du dadurch da an 1 Zoll am Rand bist, dann hast du... Ah, das andere ist ein SMG. Alles klar, gut. Jupp. Also 2 Gewehre und 1 LMG. Ich habe 10 Schuss. Das sind 6 Gewehre. Ja. Yep. Und LMG mit 2 Gewehren. Yep. Also die sind nur Long Range. Genau. Und die sind Long Range Softcover. Gut. Long Range, das sieht nach 3 aus. Jupp. Long Range Softcover, das ist nüscht. Genau. Dann kannst du doch einen töten und einen Pinmarker verteilen. Genau. Und dann ist hier noch ein anderer Trupp, der mit den 2 LMGs. Wo soll der hinschießen? Ich habe jetzt mal den Pinmarker hingelegt. Genau, den Verlust nehmen wir gleich weg. Bleib entspannt. 1, 2. Wen beschießen die? Das sind hier 2 LMGs, sind also 8 Schuss. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Auf die da. Nee, das ist dann Long Range Hardcover, ne? 6, 7, 8, 16. Das ist Long Range Hardcover, ja? Alles klar. Ich messe das nochmal aus, ob alles hinkommt. Die Gewehre sind sogar raus, wa? Ein paar sind raus. Genau. Aber nicht alle, sondern nur... diese 3. Alles klar. Und dieses, also 4. Gut. Ja. 4 Gewehre sind raus, dann sind es 12 Schuss. Zehn. 12. Long Range Hard Cover. 6. Keiner. Waren die Blitze am Ende doch nicht hell genug? Sie waren so zu hell, sie waren zu hell. Nee. Sind sogar geblendet, die Jungs, sagst du, ja? Mhm. Achso. Und weiter geht's mit Runde 3. Weil wir es können. Mhm. Unter anderem. Zieh mal einen weißen Würfel. Ja. Alle gleichzeitig. Ja, danke. Weiße Würfel. Ja. Dann kann ich ja gucken. Vielen bitte. Dann kann ich ja gucken, was jetzt mit dem Wetter ist. Ob
wieder Blitz und Donner das Schlachtfeld erhellen. Ah, das gibt's doch nicht, ey. Nein, jetzt ist Nacht. Jetzt haben wir natürlich ein ganz kleines Problem, ne? Alle, die geschossen haben, kriegen wir so erkannt, ne? Ne, gibt nur plus eins, ne? Aber wer hat alles geschossen? So, hier haben wir die Lösung für das Muzzleflash-Problem, was uns gerade eben erst so richtig vor Augen geführt wurde. Jede Einheit, die in der letzten Runde geschossen hat, hat so einen roten Würfel. Und wir haben uns entschieden, dass wir den auf die 6 drehen. Weil sonst haben wir für diese Würfel keine Verwendung. Und die 6 ist einfach die geilste Zahl auf dem Würfel. Richtig. Zumindest bei den meisten Spielen. Genau. Ich habe einen Würfel und wir sind jetzt bei Nacht. Und ja, das bedeutet, dass ich ein paar Sachen tun muss, um zu gucken, was jetzt hier Phase ist. Wir werden als erstes diesen Trupp hier am Spielfeldrand benutzen und werden dem einen Advance geben. Die 6 Zoll so grob nach vorne rücken. Ja, der Rücken zeigt nach hinten. Wenn ich dich spotte, kann ich den Muscle Flash gleich behalten. Müsstest du eigentlich. Rechts ja plus 6 und nochmal. Ja, hast gespottet. Genau. Das heißt, ich habe den Trupp da oben gesehen. Mhm. Innerhalb von 16, das klappt. Und dann bin ich... ich habe ein Gewehr in Short. Mhm. Das ist also und 9 bewegt. In Long. Genau, und dann haben wir 9 in Long und bewegt. Wir haben also den einen hier in bewegt. Hm. Nö. Und die anderen in Long und bewegt. Das macht insgesamt 2 Treffer. Und keine Toten. Hm. Nächster Würfel. Ich bin dran. Jawohl. Andreas hat einen Würfel. Und was will er mit dem Würfel tun? Ich versuche hier einen Rally. Ein Rally. Auf die Jungs, die jetzt da 3 Pin-Marker haben, ja? Yep. Das klappt. Klappt. Und dann, ja, alle. Sehr gut. Jo. Du darfst dir den Muzzle Flash auch wegnehmen und hast wieder einen Würfel. Ja, ich habe wieder einen Würfel. Sehr gut. Welche Einheit jetzt? Ich kann ja nichts machen, weil du ja nicht... Also auf Ambush oder was? Ich gehe... Ambush mit denen. Okay. Und dann soll ich was machen. Dann werden wir... mit den Jungs versuchen einen Advance. Er sollte mich nach dort bringen, wenn ich meinen Test schaffe. Der ist minus 3 plus 1. Minus 3, 9 minus 3 macht 6 plus 1 ist 7. Klappt. Mhm. Dann ist ein Pinmarker weg. 6 Zoll ist in etwa da, das passt. Dann versuche ich, die da oben wieder zu spotten. Das sind nur 8 Zoll, das wird wohl nichts. Nö. Gut, dann kommt mein Muzzle Flash auch weg. Hm. Und du kriegst den nächsten, oder du darfst den nächsten Würfel ziehen. Jo. Ich weiß ja noch gar nicht, welchen, wieder ein Weißer. Dann versuchen wir das für die da, auf dem Hügel. Order-Test, nicht geklappt, mit Fubar sogar. Aber sehr gut. In der Nähe. Na, das haben wir letztes Mal auch falsch gemacht. Ach so. Die können eine Einheit beschießen, die praktisch innerhalb von 12 zu einem Feind ist, weil sie die für den Feind halten. Also müssen sie quasi innerhalb von 24 sein, oder? So gesehen, ja. Okay. Aber jetzt wird erstmal gewürfelt, was ist auf der
Fubar-Tabelle ist. Und das ist eine 4. Dann laufen sie weg, glaube ich. So, Panic. The unit executes a run order and must move as fast as possible away from the closest visible enemy unit. If no enemy are visible, if the unit cannot move away from for some reason, it goes down instead. Also muss ich jetzt gucken, wie weit ich gucken kann. Mhm. Das ist 7. Das reicht für nichts. Dann gehe ich down. Richtig? Ja, wenn du noch einen dazu packst, dann passt das schon. Ja, also gehen die da oben auf dem Hügel down. Verlieren den Muzzle Flash. Und verlieren Muzzle Flash. Hm. Du bist nochmal dran. Dann machen wir mit dem Trupp einen Run, wenn wir den Order-Test schaffen. Das klappt. NCO und ein Schockmarker. Pinmarker passt. Kannst dich, glaube ich, insgesamt mehr bewegen. Ne? Ja, aber ich will, glaube ich, nicht viel mehr. Ja, es geht nur darum, wo du dann stehst, vom Gelände her. Mhm. Ja, nächster Würfel. Ja, okay, weil beim nächsten Mal advancest du dann wahrscheinlich, um dann vernünftig schießen zu können. Ja. Du bist nochmal dran. Willst du haben? Nee, will ich nicht haben. Alles klar, ich soll also weitermachen. Ja, du kannst gerne weitermachen. Gut, dann werden wir für meinen Sniper einen Run machen. Mhm, natürlich. Bietet sich an, ist ja auch ein Sniper. Zack. Ich glaube, das wird schwierig mit dem alten Dort. Das passt schon so irgendwie. Du darfst halt nur nicht zu sehr am Tisch rumballern. Ja, das wird schwierig. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Das werden wir sehen. Ja. 6. Das könnte was werden. Okay. Nee, die haben den Befehlswürfel, aber nicht den Dingens. Genau. Mhm. Also plus 6. Boah. Also nachdenken. Ambush. Okay. Dann geht Muscle Flash weg. Ja, aber könnte wieder hinkommen. Genau. Ja. Und du bist nochmal dran. Ich bin nochmal dran. Mhm. Dann werden wir mit meinem Geschütz ein Advance machen. Okay. Willst du auch über die Spielfeldkante kommen? Ich glaube, das dürfte mir ein bisschen schwer fallen. 48 Zoll. Mit 6 Zoll Bewegung innerhalb von 7 Runden oder so zu überbrücken. Bis zu 7 Runden, ja. Ich gehe down mit dem Sauler. Okay. Ambush. Okay. Ambush. Dann bist du dran. Dann werden wir eine Run Order mit dem Trupp durchführen, sofern ich meinen Order Test schaffe. Das klappt. Regulars minus 1. Mhm. Dann kann ich versuchen, einen Ambush auszulösen, ne? Ja, das kannst du versuchen. Du musst allerdings über 18, also du musst eine 18 haben, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt, sonst kannst du mich gar nicht. Achso, dann brauche ich das nicht versuchen, meinen zu. Eigentlich nicht. Ja, dann kann ich es auch lassen. Genau, das ist halt für nächste Runde vielleicht ein Ambush. Ja. Na, und aber wenn nächste Runde nichts ist mit Blitzen, dann habe ich verloren. Ich glaube nicht, dass du dann schon verloren hast, aber ja, wir werden das sehen. Dann habe ich verloren. Mit ziemlicher Sicherheit. Aber okay, du bewegst sie jetzt eh weg, ja. Abgesehen davon, Defätismus von wegen. Wir sind in Runde 3 und ich habe schon verloren. Sowas wollen wir hier nicht hören. Runde 4. Ja, aber noch sind wir in Runde 3. Noch reden wir nicht übers Verlieren.
Ja, aber ich kann es ja schon abschätzen. Ne? So, dann wird der Offizier einen Run machen, nach da. Deine Pack. Darauf. Fünf und 12. Ne? Mhm. Gib. Passt. Jupp. Triff. Treffer. Sind drei, ne? Obwohl, doch, kommt noch eine. Ja, drei. Zwei Tote. Jupp. Und zwei Pinnbacker. Okay. Habe ich da schon liegen? Ach so. Der letzte Würfel. Gut, dann werden wir mit meinem Mörser eine Run Order durchführen. Mhm. Und zwar, kannst du 12 Zoll bewegen, oder wie? Weil er Infanterie ist. Okay. Ist kein Geschütz. Ja. Gut. So sieht's aus. Richtig. So. Die Japaner rücken weiter auf so grob zwei Drittel des Tisches vor. Hm. Und die Sowjets verteidigen weiter die komplette Breite des Tisches. Das ist irgendwie uncool. Und wir werden mal gucken, wie der Andreas damit umgeht in Runde 4. Ein roter Würfel. Und er darf für Blitze würfeln. Boom! Ja. Perfekt. Blitze kommen vom Himmel. Richtig. Dann würde sich vielleicht sowas hier anbieten, um mal darauf zu schießen mit dem Pack. Yep. Oder erstmal mit dem Trupp hier einfach mal da rein zu schießen. Ja. Das sind drei Gewehre auf Short Range. Mhm. Und eins auf Long Range. Also dreimal auf die 3 und einmal auf die 4. Yep. Trifft und trifft. Mhm, drei Treffer. Yep. Oh. Das sind zwei Tote. Ja, und zwei nichts Tote zum Aussuchen. Ein Pimmer. Warum ist nicht die vorne weg? Weil die innerhalb von 12 Zoll sind. Und so gut wie jeder weiß, was das bedeutet. Ja. Aber ich bin ja vorher noch mal drauf. Na gut, ich kann da nicht noch drauf schießen, aber. Pack. Darauf. Ja. Auf die 4 Mann? Jupp. Alles klar. Ab der 3. Das finde ich auch ein gutes Ziel. Du meinst die hier oben? Zum Beispiel? Oder ja. Die da unten? Ja, aber dann ist es glaube ich schon die 4. Ja. Aber ich schieße trotzdem darauf. Auf den MG-Trupp? Nee, es ist die 5. Ja. Ja, sauber. Ja. Das sind dann schon. 1 Zoll Schablone, das sind summa summarum 4. Und das ist einer. Ein Pimmacker. Super. Jetzt bist du dran. Jetzt bin ich dran. Dann werden wir doch einfach mal da oben deine Jungs auf dem Hügel angreifen. Und zwar von hier. Mit einem Run. Jupp. Muzzle Flash geht weg. Pinmarker geht weg. Und meine Jungs gehen nach da oben. Da sind 8 Japaner auf dem Weg den Hügel hoch. Und in dem Moment wird dort aus dem Schützengraben geschossen. Jo, und das sind das ist ein Schuss auf die 4. Okay. Und 9 auf die 5. Gut, auf die 4. Trifft. Auf die 5. Trifft auch. Das sind nochmal 4. 3, also insgesamt 4. Jupp. So, und töten einen. Aber keinen wichtigen. Und Pinmarker. Richtig. So, das bedeutet, ich habe nicht mehr 8 Würfel. Du kannst den auch mir gleich geben. Ja, nehme ich mir. So, dann habe ich jetzt noch 7 Würfel. Mhm. Auf die 4. Das sind 5 Tote. Jupp. Und ich darf 5 Zoll neu. Mhm. Das messen wir gleich aus und in der Zeit
kann der Andreas schon Würfel ziehen. Und ich soll nochmal was machen. Dann lohnt sich das ja gleich. Ja, hier sind 4 Japaner, Leaderless und so einen ganzen Kram. Das heißt, 9 minus 4 ist die 5. Das traue ich mir nicht zu, selbst mit dem Leutnant da im Rücken nicht. Das heißt, wir werden einen Run-Befehl ausführen, und zwar Richtung Pack. Das ist die nächste sichtbare gegnerische Einheit. Mhm. Dadurch verliere ich einen Pinmarker und schiebe meine 4 Japaner nach da und mit dem ganzen Gedöns hinterher. Jupp, und dann bist du nochmal dran. Und dann bin ich nochmal dran. Dann werden wir mit dem... Ja. Dann werden wir mit dem Mörser eine Fire Order ausführen. Und zwar auf deinen Trupp im Schützengraben. Mhm. Das ist gar nichts. Nächster Würfel. Du bist. Mhm. Ich fange hier. Okay. Und schieße einfach mal mit denen auf die. Okay. 4 Schuss. Aus der Hosentasche einfach gezogen. Das ist ein Treffer. Oder? Jo, das ist noch alles in Long Range. Ist ein Treffer, ja. Gut. Und ein Pinmarker. Jupp. Hab ich. Und du bist wieder dran. Mhm. Panzer und Inexperience hast du noch, glaube ich. Musst du drüber nachdenken? Nee. Ich mache einen Advance. Okay. Du kannst sie nicht tun, oder? Nein. Okay. Jetzt sowieso nicht. Ich brauche jetzt 6 zum Treffen, wenn ich meinen Test schaffe, um dich zu assaulten. Ja. Ich habe 5 Schuss mit dem MMG, ne? Das war ein MMG, glaube ich. Richtig. Moment. BD7. MMG, also 5 Schuss. Jawohl. Bewegt. Genau, das ist ein Short Range. Ab der 4. Ja. Das sind 2. Mhm. Und 2 Tote. Jo. Aber kein Leader. Mhm. Kein Junior Leader, meinst du? Nein, kein Junior Leader. No bad things happen. Kannst du trotzdem machen, wenn du willst. Nein, ich glaube nicht. In diesem Spiel nichts. Ja, ja, sehr gutes Verhältnis. Ja, richtig gut. Das läuft ja dann gleich. Ich warte immer noch drauf, dass ich da hier die japanische Flagge bildet. Die Würfel dafür haben wir. Genau. Dann werden wir versuchen mit diesem Trupp, was machen wir mit dem? Wir müssen schießen. Mhm. Das ist eine 9, das klappt nicht, die gehen down. Mhm. Nice. Ja, NCO fehlt, Pinmarker ist die 11. Ja, und der andere ist ja nicht zu weit weg und ja, gibt eh nur plus 1. Plus 1? Hm? First Lieutenant. Second. Ach, das ist ein Second Lieutenant? Genau. Vorhin hast du First Lieutenant gesagt. Das habe ich gedacht. Ja, hast du gedacht, hast du aber auch gesagt. Ja, aber ich habe es bis jetzt nicht so gespielt, also ja, habe ich dich damit nicht alles gut übers Ohr gehauen. Ja. Dann hält es ja sowieso nicht. Ja. Die Einheit ist ja sozusagen schlechter. Genau. Ja. Aber ich hätte ihn ja auch als besseren jetzt bis jetzt benutzen können. Ja. Das habe ich auch nicht gemacht. Okay, aber das hast du nicht gemacht, nein. Wird mein Sniper da auf den aber hätte ich jetzt auch von dir nicht Trupp im Schützengraben schießen? Mhm. Er trifft. Mhm. Und er nimmt einen weg. Und ich möchte, dass ein LMG weggeht. Ja. Dann bist du wieder dran. Dann kommt der nächste japanische. Okay. Ambush, du musst in Ambush gehen jetzt.
Muss ich? Ja, steht auf dem Würfel drauf. Nein. Dann werde ich einen mutigen Offizier nach vorne schicken. Ja. Der will unbedingt First Lieutenant werden, damit er nicht mehr so ein peinlicher Second Lieutenant ist. Genau, damit er ein sinnvolles Snap-2 machen kann. Richtig. Aber bis jetzt hatten wir nur einen erfolgreichen Offizier. Watanabe oder was? Ja, genau. Und Orlov. Auf japanischer Seite. Ja. Wenn wir über die Japaner reden, dann können wir nicht über Orlov reden. Ja, stimmt. Gut. Feuer von hier, Schützengraben. Mhm. Nö. Japaner. Ari oder was? Jupp. Auf deine Pack. Nö. Dann habe ich hier noch einen Trupp. Der soll einen Advance machen. Mhm. Da musst du testen. Mhm. Das klappt. So, und dann ist es Long Range, bewegt down für die Jungs im Schützengraben. Das macht 10 Würfel auf die Doppel 6. Wir haben es schon gesehen. Zwar nicht für 10 Würfel am Rad, aber. Nö. Du bist nochmal dran und danach bin ich dran. Ja, das hast du ja gut hingekriegt. Ja. Habe ich richtig gut gemacht, ne? War alles nach Plan. Dann soll dieser Trupp einen Advance machen. Das klappt. Mhm. Dann verliere ich den Pinmarker. Und der Trupp soll nach dahin vorrücken. Mhm. Okay, dann habe ich hier noch einen Ambush. Ja. Habe ich mir extra dafür aufgespart. Ja, ich weiß. Okay. Okay, also ist alles drin diesmal? Ja. Ist alles im offenen, ne? Jupp. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, 16 Schuss. Mhm. Vier, sechs, acht, 10, 12, 16, also 10 kann ich schon mal. Das ist schon mal ein guter Anfang. Hilft. Ja, hilft, richtig. Mathe-Leistungskurs oder was? Ja. Hatte ich, ja. Und davon sind wenige in Short. Genau, ein LMG und ein Gewehr oder was? Nee, das LMG ist der Loger. Alles klar. So, das sind nämlich schon mal 4 in Short, das ist auf die 3. Ja. Jawohl. Das sind immerhin 3. Und der Rest ist ab der 4. Jupp. Das ist auch nochmal einen ganzen Schwung. Das sind ja nur 9. Das ist genau die Hälfte. Und also von denen, die auf die 4. Yep. Ab der 4 machst du einen bei mir platt. Ja, super. Mhm. Das sind jetzt 6 gewesen, ne? Yep. Und nicht aussuchen. Das ist dann nicht fast egal. Ich hätte 6 getötet, ne? Ich weiß. Aber er mag es, der NCO. Mhm. Schieß mir zurück auf den Schützengraben. Ja. Bewegt Long Range Down Pinmarker. Ist die Doppel 6? Nö. Und dann habe ich hier noch einen Dingens-Trupp. Ein Inexperienced-Trupp. Genau. Der verlässt jetzt die, das Rocky Ground. Genau, die nicht mehr zu schützenswerte Flanke da. Genau. Und jetzt kommt von da die Japaner. Genau. Ja. Also von hier kommt meine Verstärkten. Hier so. Richtig. Von der ich gar nichts wusste. Genau. Überraschung, ich habe noch 1250 Punkte mehr. Lustig. Long Range Small Team bewegt, Inexperienced, Doppel 6. Jupp.
12 Schuss auf die Doppel 6. Alles klar, dann zeig, was du kannst. Jetzt kommt's. Das ist einer. Das ist nix. Ja. Gut. Und dann ist Runde 4 schon zu Ende. Ja, große Verluste schon bei den Japanern. Und trotzdem kurz vorm Durchbruch, zumindest mit ein paar Sachen. Yep. Und immer noch eine fast intakte Schützenlinie. Das ist der Stand nach Runde 4. Folgedessen sind wir jetzt in Runde 5 und der Andreas darf einen weißen Würfel ziehen, wenn er möchte. Er möchte nicht. Spielverderber. Tja. So, dann zeig mir das Hab Wetter. Habe ich mir natürlich ausgesucht. Zeig Aber mir das darf... Wetter. Oh ja, stimmt. Ja. Und es ist wieder so hell, als wäre Tag. Also so wie für die Zuschauer jetzt. Mhm. Deshalb filmen wir auch nicht bei Nacht, weil dann ihr könnt dann auch nichts sehen. Das sollten wir als Gimmick mal machen. Battle Report bei Nacht. Ja, schwarzer Hintergrund. Genau, und du ziehst dir ein schwarzes T-Shirt an, damit man noch weniger sieht. Du meinst, ich soll kein weißes T-Shirt tragen? Nee, ein schwarzes, damit man gar nichts mehr sieht. Ja, alles klar, gut. Dann sieht man nur das hier irgendwann zwischendurch noch. Müssen wir mit Neonfarbigen machen. Mhm. So, was ist der Plan? Da hinschießen. Yep. Gut. Ab der? 3. Ab der 2 wahrscheinlich. Ja, oder 2. Bietet gut. Sich an. Ein Zollschablone, das sind, so wie sie stehen, 2 Leute. 2? Ja. Also eigentlich müsstest du die da, weil... Genau. Da, ja. Einer davon ist tot. NCO. Und du darfst ihn ausruhen. Der ist schon weg. Achso, dann irgendeiner. Dann nehme ich diesen hier. Gut. Und dann willst du wahrscheinlich den hier haben, ne? Nein, alles gut. Dann nimmst du den hier, ne? Nein, ja? Du darfst ja aussuchen mit Exceptional Damage. Hab ich doch gerade. Ja, ist doch gut. Ja, und... Ach ja, es ist hier nur einer gestorben, ne? Genau. Ja, da habe ich meine Wie viele Pinmarker kriege ich noch? Da habe ich meine Hoffnung überrumpelt. 2? Jupp. Du bist dran. Kannst du assaulten, meinst du? Ja, aber dann werde ich nicht mit dem großen Trupp assaulten. Hm. Deswegen habe ich mit dem noch geschossen. Hm. Macht ja auch Sinn. Hm. Gut. Banzai! So sieht's aus, wenn 7 Japaner eine russische Packstellung von der Seite stürmen. Genau. Und dann wollen wir mal gucken, ob sie die auch alle niedermetzeln. Jupp. Und weil du Banzai geschrieben hast, kriegen die jetzt hier 6. Die 6. Ja? Ja, ich krieg eine 6. Muscle Flash. Für die Neupositionierung. Eigentlich 5, Muscle Flash. Ach so. Ja, und hier. Die 5. Genau. Mhm. Gut, dann muss ich neu positionieren und der Andreas kann schon wieder einen Würfel ziehen. Jupp. Das ist ein roter Würfel. Roter Würfel, der kann er in Ruhe überlegen, was er tut. Genau. Da sind sie. Kurz vor knapp, also kurz vor dem Erreichen des Ziels, geben die Jungs mir auch schon 2 Victory Points, wenn das Spiel jetzt zu Ende wäre. Aber dagegen hat der Andreas natürlich was. Der hat noch einen Würfel in der Hand und will gleich irgendwelche Sachen austüfteln. Ich will ganz tolle Sachen machen. Zum Beispiel, jetzt wäre es ja nur auf die 6, auf den, ne? Das ist richtig. Das heißt, ich könnte mit denen einfach stehen bleiben und 12 Würfel würfeln und hoffen, dass ich eine 6 habe. Und die Einheit zerstört. Oder ich mache ein Advance und komme näher ran. Ja, dann musst du dich entscheiden. Mhm. Was willst du machen? Ich mache ein Advance. Alles klar. Und bin dann nicht mehr mit allen in Long. Auch gut. Mhm. Finde ich auch. Das sind mir aber fast zu viele. Sind nur 3 in Long. Long bewegt. Die sind auf die Doppel 6. Dann machen wir mal alle auf die Doppel 6, ich gehe down. Ah, ja. Das sind schon mal 5 Sechsen. Wow. Okay. Alter, das geht's doch nicht. Ja.
Das war ein Pass. Aber der andere hat nicht gefangen. Ich habe ihn nicht mal geworfen. Also ach so. Okay. Gute Frage. Schießen. Auf die wäre jetzt natürlich cool mit 4 Würfeln auf Long Range. Oder ich gehe näher ran und dann. Dann kannst du da Banzai machen. Ja, ja dann. Dann wäre ich in. Dann wäre ich ja schon in 2. Auf 2 würde ich ja schon treffen. Mit den 4. Ja, genau. Wenn ich in Point Blank komme. Richtig. Kommst du ja, weil du innerhalb von 12 warst. Ja, stimmt. Macht Sinn. So viel zur Mathematik. Ja, ich bin ein Genie, ein mathematisches Genie. Deswegen kann ich das alles richtig gut ausrechnen und brauche nicht Verbesserung, weil ich jetzt falsch gerechnet habe. Mach. Das sind 4 Treffer. Hm. Ja, 4 Treffer hat Andreas gemacht und jetzt versucht er ähnlich viele Kills. Bietet sich an, da, 3. Einheit perfekt. Weg. Dann, na, wenn Orlov so weitermacht, muss er wohl doch noch befördert werden, wa? Mhm. Dann ist er bald Company Command. Das bietet sich ja an, oder Major. Wo wir den Next Flame so vorspielen. Ja. So ein verdammter Zufall aber auch. Ja, das sind die Illuminaten am Werk. Ne? Ja, mit Sicherheit. Ja. So, weiter geht's. Ja, du bist dran. Ich bin dran. Dann werde ich mit... Mit was werde ich was tun? Ich werde mit dem mit diesem Trupp werde ich nochmal versuchen zu schießen. Mhm. 9, klappt. Ne, 7 Leader Pinmarker. Mhm. So, und dann haben wir 4, 5, 6, 7, 8, 9 auf die Jungs im Schützengraben. Hm. Das ist Long Range. Magst du einmal gucken, ob das LMG wird wahrscheinlich ein Kurz sein. Das ist ein Kurz, ja. Aber der Rest ist ein Long? Der Rest ist ein Long, ja. Long, Hardcover, Down, ne? Ja, wenn es Hexen. Nee, du, Hardcover bist du nicht. Softcover, nee, Down. Softcover... Down und für das LMG ist es ja nicht logisch. Genau, genau. Dann ist die einfache 6. Die einfache 6 haben wir und da ist es die Doppel-6. Haben wir nichts. Und, nö, nur ein Pinmarker. Jupp, hab ich schon gelegt. Alles klar, weiter geht's. Sehr schön. Ja, der ist ja down, das ist dann auch egal. Da könnte ich ja mit dem Panzer einfach mal darauf schießen, aber da sind noch ein paar Infanterie, die ich auch noch weg. Die ich auch mal loswerden will. Ich kann einfach ein Stück advancen. Ja. 9 Zoll, ne? 9 Zoll, weil es ein Kettenfahrzeug ist. Yep, Tracked Vehicle. Ja. Vollkettenfahrzeug. Richtig. Wo willst du raufschießen? Auf den Sniper, wenn möglich. Oder nee, der kriegt Hardcover, ne? Ja, und ist Small Team, bewegt. Ja, das heißt, wenn ich hier in die Richtung schieße. Dann bin ich in die Open, dann ist es wahrscheinlich nicht mal Long Range, dann ist es vielleicht nur bewegt. Hm. Nee, Moment, 16 Zoll. Ja, du hast 18. Ich habe 36. 36, ja. Ja, aber dann ist die Hälfte, weißt du? Hm, ja, ich weiß. Also, es ist nur bewegt. Ja, das fällt mir. Zeig mal deine 4. Ja. Okay. Pinmarker oder einer tot. Genau. Jupp. Muss reichen. Ja, das muss reichen. Richtig. Das muss reichen. Ich bin nochmal dran. Okay. Hurra! Ja, was will euch der Andreas damit sagen? Der Trupp aus dem Schützengraben wird hinter dem Orlov vorbeilaufen und da hinten irgendwie versuchen 7 Japaner wegzumetzeln. Richtig, und der andere Trupp soll dann hier in diesen Kram nachrücken. Ja. Ich hatte mir da halt Gedanken gemacht, dass sie halt nicht einfach diese Stellung verlassen würden, weil sie dann eine Lücke lassen. Aber so rücken die halt nach und dann ergibt es wieder Sinn. Genau. Mhm. Das sind pflichtbewusste Rotarmisten.
Genau. Die getreu ihrem Fahneneid die Stellung versuchen zu halten. Ja, und so habe ich das gehört. Das ohne Kommissar. Ja, den brauche genau. Ich gar nicht, diesen Kommissar. Ja. Wir haben ja mit Orlov auch einen taffen Typ, der mit gutem Beispiel vorangeht. Richtig. Meistens zumindest. Er ist ein guter Führer. Das war jetzt politisch nicht korrekt, Genosse, Kamerad, whatever. Vielleicht. Gut. Ja, ich habe 10 Attacken. Nee, Moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 Attacken. Und eine davon mit SMG? Ja, die würfel ich extra. Gut. Nee, Moment, ich habe 3 Attacken mit SMG. Okay. Davon so, treffen 2. 2. Und eine 2. weitere. Und das sind nochmal 4. Das sind 7. Macht 7 und ich hatte 7 Leute, glaube ich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, hattest du. Du hast keinen verloren. Ha? Die anderen hast du ja alle weggehauen. Genau. Mit einem Schlag, deswegen hast du keine verloren. Ja, aber 7 reicht. Das heißt, wir sparen uns das Würfeln mit der Doppel 6 und den ganzen Kram. Neu positionieren. 6 Zoll. Der Hügel ist wieder in sowjetischer Hand. Mhm. Ja. Ich bemann die Pack wieder. Yeah. Ja, du hast nochmal einen Würfel. Noch dran und danach hast du hier 5. Ja. Jo. Das ist ja cool. Dann mache ich hier einen Run. Alles klar. Diese Stellung hier, nein. Genau. Das sieht doch nach fast gut aus. Ja, dann muss ich hier eine Fire Order machen. Da eine Fire Order machen. Mhm. Da eine Fire Order machen. Hier einen Run versuchen. Und da eine Fire Order. Mhm. Ich glaube, das handeln wir gleich erstmal so ab. Ja, können wir machen. Ja, für den Beschuss der Sniper auf die Jungs im Schützengraben. Mhm. 4 trifft. 3, nur ein Pinmarker. Mhm. Dann der Mörser. Bup. Wir versuchen das. Mhm. Die Ari. Bup. Wir versuchen das. Du brauchst jetzt die 5, ne? Ich könnte auch direkt, wenn es wieder Tag ist. Willst du es machen? Ja. Ich kann es trotzdem sonst hinlegen. Nein, nein. Okay. Ich muss ja ansagen, ob ich direkt oder indirekt schieße. Ja. Ne? Direkt ist die 4, hätte mir gereicht. Ach so. Ne? Ah, jetzt gerade. Weil Tag ist. Okay, ja. So, dann habe ich hier noch einen Offizier. Einen Gewehrschuss nach da oben. Hm. Nee, du hast doch noch einen. Ja. Der hat nur eine Pistole und ein Schwert. Hm. Und das ist ein Treffer. Und ein Toter. Hm. Nee, dann nehme ich den Toter. Gut. Und dann haben wir jetzt noch einen Run, den ich ausführen kann, der mich einen Schockmarker verlieren lässt. Ein Pinmarker verlieren lässt. Jupp. Ach, da so. Hm. Dann kommt der weg. Und Orlov wieder so auf die eintreffenden Japaner. Ja. Mal gucken, ob ich ihn mit ein paar mehr Leuten beeindrucken kann. Hm. Gut. So schaut's aus nach Runde 5. Ich habe 3 Siegpunkte. Der Andreas hat 4. 4. Mhm. Ja, meine Linien sind ordentlich ausgedünnt. Mal gucken, ob wir das noch rumgerissen kriegen. Runde 5 ist zu Ende und alle sind gespannt, was in Runde 6 passiert. Andreas zieht einen roten Würfel. Mhm. So, was passiert? Orlov wird ein Stück zurückgehen. Okay. Und dabei schießen. Er zieht sich schießend zurück. Alles klar. Jupp, ist immer noch innerhalb von 12. Das sind dann 4 Schuss. Jo. Auf die 4. Jupp. Ach,
Da sind ja. 4 Treffer. Alles klar. Und da sind 3 Tote. Okay. Weiter geht's. Ein weißer Würfel. Jo. Du hast nicht fürs Wetter hier für Blitze gewürfelt, du Pfeife. Ja, ich bin echt eine Pfeife. Aber es bleibt so, wie es ist. Jo. Alles bleibt, wie es ist. Ah. Gut, alles klar. Dann schießen wir nach da oben mit einer 4 für die Ari. Da ist sie. Boom. Kaboom. Ein Zollschock. Nee, die range nicht ein. Ach so. Indirekt würdest du den drehen und das war so. Der für den Mörser. Ups, ja. Ja, klar, hatte ich jetzt nicht in der, habe ich mir jetzt nicht gemerkt. Na? Hm. So, das ist die 1 Zoll Schablone. Das sind 4 Leute. Jupp. Ba-boom, plus 1. Das sind 4 Leute tot. Jupp, und wie viele Pinmarker? Das weiß ich noch nicht. Es ist auf alle Fälle nicht der NCO, den ich wegnehmen kann. Hm. Und du kriegst 2 Pinmarker. Na, du hast ja welche, alles klar. Hm. So. Ja, eigentlich muss ich hier rein. Weil hier die Explosion war. Oder was? Sollte sie da sein, in der Mitte? Ja. Okay. Ah. So, weiter geht's. Noch ein weißer Würfel, bitte. Jawohl. Ja, hier, bitteschön. Mörser? Eigentlich muss ich mörsern, aber... Also ich habe noch 5 Leute, die mich auf die Doppel-6 treffen, wenn ich es holt. Die treff. Aber erstmal schlägst du sowieso zuerst zu, aber ich habe einen mit Fighter noch. Genau, aber ich habe 5 Attacken. Die anderen beiden sind alle die... Ups, die hab ich habe beide rausgenommen. Ja. Ja, scheiße, wa? Ja, aber wäre jetzt wahrscheinlich nicht wirklich wichtig gewesen, aber kannst natürlich erstmal den Mörser versuchen. Nee, ich kann nicht den Mörser versuchen. Ich muss dich da wegassaulten, bevor du mich da wegschießt mit irgendwas. Ich habe aber einen Haufen Pinmarker. Ja, aber du hast einen Panzer, du hast noch einen Trupp. Ja. Na, ja. Da kommt noch Feuerkraft, das will ich nicht haben. Ja, stimmt. So, also die 5 Mann den Hügel hoch. Alles klar, da ist der Hügel, um den wieder ein heißer Nahkampf entbrannt ist. Da sind 5 Würfel für Japaner. Und dann mal gucken wir mal, wie viele Sowjets stehen bleiben. Einer. Einer. Und der eine kann ich mir den... Nö. Tough Fighter. Jo, war klar. Tötet einen. Einen. Jo. Bleibt bei einem. Richtig. Dann verlierst du einen und ich verliere den kompletten Drop. Jo. Und du kriegst gleich noch einen Würfel aus dem Beutel. Genau, aber die Pinmarker darfst du mitnehmen. Die will ich nicht haben. Wieso nicht? Hier, ich schenke sie dir. So. Hier ist noch ein Würfel. Dankeschön. Und jetzt ziehe ich noch einen Würfel. Nein, erstmal mache ich meine Neupositionierung. So, ja. 4 Zoll. Hier? Nein, nicht zu Orlov. Weiter Spielfeldkante. So? Nee, weiter nach zur Spielfeldkante, genau. Ah, okay. Richtig, so ja, ist das. Sinn, damit ich da nicht rankomme. Genau. Mhm. Nochmal tappe ich nicht in die Falle. Mhm. Und hoffe, dass mir 2 Pinmarker reichen, damit du mich nicht assaultest. Ja. Gut, nächster Würfel. Du bist nochmal dran. Alles klar. Dann nehmen wir jetzt den Sniper und machen mit ihm nichts, sondern wir nehmen den MG-Trupp hier. Mhm. Und machen mit den Jungs einen Advance. Und dabei willst du schießen oder was? Ja. Mhm. 6 Zoll ist da. So, und dann schießen wir auf die Jungs, die da in den Schützengraben wollten. Mhm. Ja, sie sind ja schon großteils drin. Genau. Ja. Und dann haben wir... Bist mit allem in Short Range. Ein Gewehr nicht, ne? Okay. Ein Gewehr nicht. Das
ist bewegt, Long Range, und du zählst als Down. Das ist die Doppel-6 und die anderen sind bewegt und Down. Genau. Dann haben wir einmal die Doppel-6. Nö. Und dann haben wir noch 4 und 4, also 8 Würfel für die einfache 6. Ja. Aber, na komm, das ist eine 6 und das ist eine 6 und das ist eine 12. Das habe ich auch schon ein paar Mal vorgeschlagen, das wurde irgendwie nie angenommen. Nee, okay, alles klar, dann wollen wir das auch diesmal nicht machen. Ja. Ich bin dran. Okay. Da ist ein Würfel. Auf dem Würfel steht Run. Was soll das bedeuten? Nochmal. Jupp, auf diesen einen Typen da. Alles klar, dann schieße ich. Okay. Nö. Und dann willst du 12 Attacken haben. Ja, bietet sich an, weil du ja keine erschossen hast. Richtig, dann zeig mir mal 12 Einsen, 2 und 3. Okay. Er kann auch nicht nach Anweisung arbeiten, der junge Mann. Tut mir leid, es ist nicht meine Eins dabei. Ich kann da nichts für. Ich hab's versucht, ich habe mein Bestes gegeben, um schlecht zu würfeln. Ja, und neu bewegen. Also neu positionieren. Genau, 6 Zoll. Du musst 1 Zoll Abstand zu mir halten. Ja. Hügel hoch und dann... Gut. So sieht das aus, wenn 12 unerfahrene Sowjets, Rotarmisten, die noch keinen Verlust erlitten haben, einen Hügel stürmen. Genau, so sieht das aus. Japanische Würfel. Japanische Würfel. Assault. Das werde ich wohl nicht schaffen. Nee. Aber was ich schaffen könnte, ist natürlich... Du kannst sie einfach pimpen, machen sie nichts mehr. Ja, das ist im Moment wahrscheinlich die beste Lösung. Aber erstmal mit Mörser oder was? Mit Mörser kann ich da nicht hingucken. Ich muss mit Mörser muss ich den Schützengraben nehmen. Nee, aber den meinte ich auch. Im Moment. Mit dem Mörser kannst du da rauf, von dem Spotter da hinten. Aber ich bin nicht ausgerichtet dafür. Achso, von Winkel her. Okay. Yep. Ja. Dann nehmen wir den Schützengraben. Nö. Aber kannst du nicht dich drehen und dann schießen oder so? Ach, naja, wie auch immer. Ist ja eine Indirect Firing Fixed Weapon. Mhm. So. Und da fällt Bewegung für, soweit ich das weiß, aus, weil das mit dem Advance nichts nützt. Gut. Yep. Dann Würfel ziehen. Ein roter. Ich bin dran. Etwa eins. Okay. Schützengraben voll machen. Yep. Testen. Stimmt. Klappt. Dann wäre das bewegt. Mhm. Und für viele wäre es auch Softcover. Für, wenn ich auf die schieße. Genau. Für 4 davon. Mhm. Das LMG, das was auf dem Grabenrand steht, nicht. LMG. 2 Schuss. Sind dann auf die 5. Yep. Und 10 Schuss. Der ist die 5, der ist die 5. Jupp, dann füge ich die noch hinzu. Genau. Das sind das 8. Jupp. Und 8. Genau. 8 auf die 5. Jawohl. Das sind 2. Und 8 auf die 4. Das sind 4. Macht insgesamt 6. 2. Mhm. Das sind 2. Kann ich nicht aus.
Hatten die vier da hinten einen Pinmarker? Nee, ich glaube nicht. Alles klar. Wie viel hat es jetzt getötet? Zwei? Ja. Gut. Nächster Würfel. Ein weißer Würfel. Dann habe ich noch Sniper und Offizier. Dann muss mein Offizier einen Advance machen. Und zwar hierher zurück. So, dann haben wir hier mein Second Lieutenant mit Begleiter und der Begleiter soll da oben hinschießen. Ja. Das ist bewegt Long Range. Nö. Dann bist du nochmal dran. Dann habe ich meinen Sniper. Wenn ich Bewegung habe, dann kann ich dir eh nicht entkommen. Ich kann dir nur mit einem Run entkommen. Also werden wir so auf dich schießen. Und zwar einmal mit Gewehr und einmal mit Pistole. Nicht Sniper, oder wie? Nee, du bist ja zu dicht. Ist ja egal, du kriegst ja dann einfach nur Dingens. Und ab der 2. Das sind 2 Treffer. Haben Sie einen Pillmarker? Können Sie schon mal nichts mehr machen? Kein Toter. Ja. Du bleibst inexperienced. Aha. Ja. Und du hast noch einen roten Würfel. Für den BT. Alles klar. Gut. Dann schieße ich mal. Feuer frei. Genau. Das trifft. Jupp. Sind dann... Ja, ein Zoll Schablone. Kampfgeschützt genommen, aber passt. Ein Zoll Schablone sind 3. 3 weg. Und 2 Pinmarker. Alter Schwede. Das war zum Aussuchen. Für die 6 hattest du nicht. Jetzt kommt Pinmarker. Achso. Einer. Dann ist es ein Mann. Okay. Gut. Ach, die haben ja ein LMG. Genau, dann macht's ja. Dann ist es ja nicht egal. Richtig. Das habe ich jetzt nicht. Kein Problem. Dann sind wir durch. Runde 6 ist zu Ende und der Andreas hat schon Würfel in der Hand, um zu gucken, ob das Spiel endet. Aktuell ist unentschieden. 6-6. Und dabei bleibt es auch. Und es bleibt dabei. Ja. Left-Hand Handshake. Left-Hand Handshake. Ja, wie kam das Ergebnis zustande? Ich habe 4 Einheiten der Roten Armee vernichtet. Und ich habe 3 vernichtet. Ich habe 4 vernichtet und stehe mit den Jungs in Andreas seinem Deployment Area, was mir weitere 2 gibt. Sind also 6 und ich kriege 2 für jede zerstörte Einheit und habe 3 zerstört. Genau, so schaut's aus. Genau bei Gleichstand. Richtig, damit ist das ein Unentschieden geworden. Damit ist dieses Spiel zu Ende. Demnächst habe ich gehört, beginnt die japanische Großoffensive. Flames of War und Bolekschen natürlich. Genau. Und Chain of Command natürlich. Aber für Flames of War müssen wir euch noch ein bisschen vertrösten. Mhm. Und zwar bis fast Mitte Juni. Juli. Juli, ja. Fast Mitte Juli. Denn wir warten noch auf einige Sachen von Battlefront. Die liefern im Moment nicht so gut, wie wir bestellen. Na? Wir bestellen ja auch sehr viel. Ne? Ja. Aber ihr dürft gespannt sein. Also Flames of War, wir haben uns da ein bisschen was vorgenommen für die Mandschurei. Da passiert auf alle Fälle was. Bei Zwest, da kommen sie halt gefühlt auch... Nee, da habe ich eigentlich schon alles fast, aber... Genau, von Zwest hast du die meisten Sachen schon. Mhm. Aber für mich fehlen noch ein paar Panzer, damit meine Panzerkompanie halbwegs vollständig wird. Sonst macht das eher wenig Sinn, nur mit Infanterie gegen 30 BTs oder 40 BTs anzutreten. Das wird, glaube ich, wenig spaßig. So, wir sind mittlerweile auch bei Patreon. Ihr dürft uns also gerne unterstützen. Ihr ermöglicht uns damit für die Zukunft unter anderem den Zug für die polnischen Truppen. Den wir dann bei Flames of War benutzen wollen, den Armored Train. Vielleicht gibt es auch ein Stativ für diese blöde Kamera, wie das meine Frau und der eine oder andere Zuschauer sich gerne wünschen. Müssen wir mal schauen. Vielleicht kaufen wir damit aber auch einfach einen Haufen Gebäude, damit wir Stadtkampf mit Bolt-Action-Miniaturen machen können. Irgend sowas wird passieren, zum Beispiel in Warschau, in Lemberg oder sonst wo und später vielleicht auch im Westen.
Auf alle Fälle denkt drüber nach, wenn euch das gefällt, was wir hier tun. Sonst guckt fleißig unsere Videos, abonniert, empfehlt uns bei euren Freunden und macht selber ein bisschen was in diesem verdammt geilen Hobby. Bis dahin, viel Spaß, tschüss! Tschüss!